Moinsen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel und zwar Subsistence. Yo. Dieses Spiel ist aus dem Erscheinungsjahr 2016, um genau zu gehen am 25. Oktober 2016 veröffentlicht worden, aber bis jetzt habe ich leider nichts wirklich auf YouTube gefunden dazu, als ich mal nach dem Spiel gesucht habe und habe mir gedacht gehabt, na gut, wenn da noch nichts ist, aber sag ich mal, über 10.000 User gesagt haben, das Spiel ist größtenteils positiv, dann zeig ich euch das einmal. Und zwar, wenn ihr das Spiel startet, sind wir auch schon im Hauptgame drin. Wir haben hier im Hauptmenü, wir haben hier einmal Einzelspieler. Dieses Spiel können wir auch als Mehrspieler zocken. Ich glaube, bis zu 10 Leute können hier zocken. Guck mal, ja. So. Ihr könnt euch den Charakter einstellen. Männchen, Weibchen, Männchen, Weibchen, wie ihr möchtet. Dann haben wir die Steuerung, die Einstellung, die Darstellung. Da könnt ihr die Auflösung einstellen, wie hoch, also das Übliche, was ihr so kennt, ne? Sichtweite, Blumen und. Könnt ihr alles einstellen. Weitere Optionen habt ihr noch, Ton und Spiel. So, hier können wir sogar sagen, dass wir Gewitterblitze wollen wir nicht aushaben, nein, Gewitterblitze anhaben wollen, Gewaltszenen, ob wir die sehen wollen, ja, nein, also wahrscheinlich wird das bedeuten, ob du Blut sehen möchtest oder nicht. Ne? In meinem Fall, ja, ich mache es jetzt einfach mal aus. Wird ja ein Video auf YouTube und wir wollen ja nicht, dass das gecancelt wird. Starter-Tipps können wir nehmen. Dann haben wir hier links gleich so eine Liste mit den ganzen Tipps, die würde ich auch anlassen an eurer Stelle. Mache ich jetzt auch, damit ihr das von Anfang an auch so seht. Automatische Holzaufnahme finde ich schon super. Würde ich auch anlassen. Autospeichern an, sonst F8 drücken zum Speichern. Okay, also Ton, können wir die Lautstärke ändern. Falls es also zu laut sein sollte, schreibt es in die Kommentare, kann ich zum nächsten Mal ändern. Was haben wir noch? Spiel beenden, klar. Okay, Steuerung. Haben wir hier auch drei Reiter. Wir haben hier eine Steuerung für Bewegung. BASD, wie wir es sonst auch immer kennen. Left, Shift und so weiter haben wir auch hier. Spacebar haben wir hier. Ducken haben wir hier. Sitzen haben wir das. Dann haben wir Laufen, Toggeln. Was wir toggeln wollen, wir können auch Ziel. Auch umkehren, Mausempfindlichkeit einstellen. Hier haben wir die ganzen Aktionen, die wir ausführen können, mit Inventar etc. pp, Mehrspieler und. Und dann haben wir hier den Werkzeuggürtel. Natürlich nicht viel aussagekräftig, aber so funktioniert das Ganze. So, ich mache euch jetzt einmal kurz noch die Cam an, damit ihr mich auch schön seht. So, und schon bin ich da. Moinsen. Jo, wollen wir mal loslegen, wa? Also, wir können Einzelspieler oder Mehrspieler machen. Vom Spielprinzip her macht das jetzt nicht viel Unterschied. Da ich aber hinterher mit der Prue zusammenspiele, mache ich jetzt schon mal einen Mehrspieler auf und sage, ich kann hier zum Beispiel beitreten, Freunde beitreten, einem Server beitreten, ja. Ne, selbstverständlich. Guck mal, hier können sogar 26 Leute hinzugefügt werden. Naja gut, warum auch immer. Ne, aber ich möchte jetzt hosten. Jetzt habe ich hier verschiedene Profile. Das ist mein Privatprofil. Habe das natürlich angezockt, damit ich auch weiß, ob ich euch das zeigen kann, ob es sich lohnt oder nicht. Ne? Also, sonst macht das ja keinen Unterschied. So. Ich nehme Profil 2. Ich nenne das YouTube. Ich mache daraus ein Like. Das solltet ihr auch machen. Normalerweise bin ich auch der Fan davon. Ich bleibe nochmal auf normal. Aber auf leicht hast du halt geringeres Raubtieraufkommen. Und das ist schon. Ja, ich habe es privat schon mal beim Anzocken gesehen. Nicht gerade wenig an Raubtieren.
trotz dass ich auf leicht gestellt habe. Ja, genau, und wir sind an Bauen interessiert, ja. Und dann gibt es halt das hier für empfohlen, das ist das ganz normale, ja, da gibt es ein paar mehr Raubtiere, aber ich finde, ja, das reicht schon vollkommen aus, aber wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf normal gehen. Das ist für Überlebenskünstler, für brutal, ist für Hirnlose, ist für ganze Vollidioten, ja. Manchmal würde ich mich da auch zuzählen, definitiv. In dem Fall jetzt würde ich auf leicht anfangen. Vielleicht spielen wir es auch mal auf brutal. Mal schauen. Aber erstmal wollen wir auf leicht anfangen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Jäger und Banditen auszumachen oder anzumachen. Das bedeutet, wir haben eine KI, Feindkämpfer-KI, die baut random irgendwo seine Base auf der ganzen Karte und greifen auch dich an. Greifen auch deine Base an, raiden deine Base, ne? Solche Sachen. Das kannst du aber hier einstellen, weil wir haben hier Jägerverhalten zum Beispiel. Greifen nur zum Beispiel an, wenn, also regelmäßige Überfälle, dann hast du hier die Möglichkeit zu sagen, nur Gegenangriffe. Das heißt, wenn du in die Base reinrennst, greifen die dich an. Oder die sind einfach nur da und bauen. Ist auch okay. In unserem Fall ist das super. Anfang tue ich im Mai. Mai ist im Real Life ja jetzt auch der schönere Monat schon. Sonst ist das eventuell zu frostig. Man muss mal gucken, dass es relativ versucht, das Spiel versucht wenigstens relativ realistisch zu wirken. Jetzt könntest du hier noch einstellen, die Tage auf 365 Tage. Machen wir jetzt auch mal, wie viele Spieler dürfen dabei sein? Zwei. Jetzt gebe ich hier noch mein Passwort ein. Hier kann ich noch sagen, ob das öffentlich gelistet werden soll auf den Listen, die wir gerade gesehen haben. Ne? Nein, möchte ich natürlich nicht. Und dann möchte ich ein neues Spiel erstellen. Beim nächsten Mal, wenn ihr das ladet, also wenn ihr das Spiel beendet habt und ihr möchtet das laden, steht dann anstatt neu erstellen, steht da weiterspielen. Also es gibt keinen Ladebalken oder einen Button oder sonst irgendwas, ne? Sondern da steht dann einfach weiterspielen. So, wir sind gestrandet. Ist auch schon echt nice. Wir können tauchen, wie ihr seht. Da oben links, da oben mittig habt ihr den Sauerstoffbalken. Unten mittig habt ihr eure Werkzeugleiste, wie in jedem Survival-Spiel. Rechts habt ihr jetzt das Zeichen, dass ich nass bin. Da steht auch, dass mir kalt ist oder sonst irgendwelche Informationen. So. Ich habe unten, wie gesagt, Werkzeuge. Kann ich auch mit Dingens durchscrollen, mit dem mittleren Mausrad, wie wir das auch gewohnt sind. Unten rechts haben wir noch unsere Energie und Leben. Mit Tab sehen wir hier die Liste, die ich gerade meinte. Ne? Basis, eine Basis errichten, versorgt bleiben. Dann haben wir hier unser Inventar. Und hier haben wir ein Baumenü. Ne? So. Und jetzt müssen wir als erstes 10 Holz, 10 Fasern finden. So. Die Bäume sind hier quasi unendlich, also bleiben stehen, aber ihr könnt sie irgendwann nicht mehr abhacken. So. Seht ihr jetzt, jetzt kommt das Kreuz, jetzt geht es nicht weiter. Der ist quasi abgefarmt. Aber er bleibt stehen, damit die Optik ja, schön bleibt. Kann man sehen, wie man möchte. Nachteil ist, du kannst natürlich keinen Baum fällen, um da eine Base zu bauen. Tieren sollte man weitestgehend aus dem Weg gehen. Wie da vorne ist ein Bär, wenn ihr den seht, da.
Den wollen wir nicht verärgern, ne? Weil die klatschen sich in dem Spiel mit sofortiger Wirkung weg. Ich guck mal, Soundstärke etwas niedriger zu machen. So, vielleicht. So, weiter, weiter. Ein höher können wir vielleicht machen. Der Bär kommt in meine Richtung. Müssen wir ganz schnell abhauen hier. So, überall liegen zwischendurch hier solche Kisten. Die könnt ihr mit E öffnen. Alles nehmen oder einzeln, ne? Mit Shift könnt ihr auch, zeige ich euch gleich bei der nächsten Kiste, die Sachen einzeln drüber nehmen. Oh, das ist ein cooler Spot eigentlich schon hier. Mit dem Wasserfall, das ist schon nice. Weil wir haben Wasser, wir haben Holz und eine schöne Aussicht. Genau, pflücken könnt ihr das hier, das sind Fasern. Die könnt ihr pflücken. Manchmal sind die Fasern auch im Fluss. Deswegen tauche ich da ganz gerne mal. Ach, guck mal, da oben ist noch so eine Kiste. Die holen wir uns noch schnell. Die holen wir uns doch noch schnell, wenn der Bär nicht bis dahin da ist. Nee. Hier. So. Mit E warten. So, jetzt offen ist. Seht ihr, ist alles. Jetzt kann ich da drauf nehmen, habe ich alles. Hier kann ich drauf gehen. Kann das so verschieben mit der Maus oder mit Shift gedrückt halten, kann ich das so rübernehmen. Na? Also. Wie ihr das mögt, euch werden da mehrere Sachen geboten. Ist ganz cool. Und da haben wir schon wieder eine Faser. Hoppala. Ja, Bäume muss ich auch noch machen. Das Schöne ist, das Spiel wird immer weiterentwickelt. Also da sind wirklich Entwickler dran, die da Bock drauf haben. Und ein Hühnchen. Ja. Und da ist ein Wolf, da wollen wir auch nicht hin, ne? Wenn der euch anknurrt, sofort abhauen. Am Anfang könnt ihr euch mit den Viechern nicht anlegen, die machen euch platt. Gehen wir hier flussaufwärts, würde ich sagen. Der Zaun da vorne ist quasi die Kartenbegrenzung. Ich weiß, es ist noch ein bisschen altertümlich, da eine Karte so zu begrenzen, aber so ist das halt. Vielleicht wird ja irgendwann auch mal eine Random Open Map kommt, die unendlich. Oh. Unendlich lang ist. Kommen wir hier hoch? Nee. Gehen wir auf der anderen Seite entlang. Ich will auf jeden Fall dem Fluss folgen. Ja, hier gibt es auch jede Menge Tiere. Also es gibt hier Wölfe, es gibt Hühner, es gibt Bären,
Es gibt tierische, soweit ich weiß. Ja, und davon ein paar, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn wir hier nochmal Tab drücken, sehen wir, wie viel Holz wir haben. Wir haben jetzt 10 von 10 Holz, aber nur 5 von 10 Fasern. Also das in den Klammern ist immer das, was wir haben. Und das andere ist das, was wir brauchen. Das heißt, wir müssten jetzt Tauwerk noch 5 Fasern bekommen. Und ich weiß aber aus guter Quelle, dass wir auch noch ein paar Nägel brauchen. Das heißt, nicht schnell reden. Wir müssten noch ein paar Kisten aufmachen. So. Hab ich heute wieder ein Wortgulasch, Alter. Was ist denn das hier eigentlich? Oh, Schießpulver und das da oben. Und Patronenhülsen, ja. Sehr gut, dass wir damit noch nichts anfangen können. So, Leute, noch ein bisschen Holz halten. Also kriegst du so drei Baumdinger pro, drei Stämme pro Baum oder so. Nägel, jawoll. Nägel ist gut. Nägel sind echt super. Und wir haben hier. Jetzt bin ich natürlich vom Fluss abgewichen. Ich glaube, hier oben wird uns bestimmt kalt, ne? Ah, hier ist die Karte auch zu Ende. Hier toll. Ja, können wir mal einen Blick über die Karte werfen. Ja, groß ist sie jetzt nicht, aber nett sieht sie aus. Also da haben wir das Meer. Hier haben wir in der Mitte einen kleinen See und da müsste noch. Wir gehen mal da vorne runter, würde ich sagen. Gehen wir mal in die Richtung runter. Oder ich bin tot, weil. Krass, Alter. So ein kleiner Sturz und schon bin ich tot. Ey. Alter Schwede. Das ist krass. Habe ich natürlich wieder nichts mehr, ne? Ist eine tolle Sache. Oh, und ich kehre noch nicht mal da wieder, wo ich. Also da wollte ich hin, aber gut. Dann müssen wir weiter in die Richtung wieder zurück, weil ich will mein Loot wieder haben. Im Schalt ist es ziemlich kalt zu sein hier. Also wir wissen ja ungefähr, wo ich gelegen bin. Da versuche ich jetzt wieder zurückzukehren. Ja, ich denke mal, irgendwann wird auch noch eine neue Karte kommen. Eine größere. Aber für den Anfang reicht die ja. Würde ich behaupten.
Ja, so schnell kann man sterben, Junge. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Metal Scrap läuft nicht hier auch rum. Ja, vielleicht ist es sinniger, tatsächlich neu anzufangen. Ja, als Tipp könnt ihr das hier so machen. Dann seht ihr, was vor euch liegt, so ein bisschen. Ist ein bisschen verwirrend in der Aufnahme jetzt, aber wollte ich euch auch mal gezeigt haben. Wenn man M drückt, kommt ja die Karte. Oh, Entschuldigung. Ne, der wollte noch nicht raus. Genau. Kommt jetzt die Karte. Und wenn ihr zurückgeht und dazwischen immer hin und her switcht, könnt ihr ungefähr sehen, was bei euch da vorne so rauskommt. Aber ich glaube, bis ich da wieder meine Sachen gefunden habe. Ich verpiss mich ja schon. So, bis ich meine Sachen wieder gefunden habe. Ist Weihnachten. Dann kann ich einfach mal die Sachen neu looten. Und noch ein Wolf. Wir spielen ja jetzt auch quasi auf friedlich, also die knurren dich erst an. Normalerweise können die auch einfach dich vernaschen. Ja. Wenn euch einer irgendwas anknurrt, einfach rennen und versuchen, dem zu entkommen. Ach, guck mal, da ist sogar mein Todesschädel. Dann laufen wir doch einfach mal dahin und nimmt den Loot auf in der Nähe, der in der Nähe ist. Und versuchen uns nicht verspeisen zu lassen. Was haltet ihr davon? Gute Idee, ne? So, ich würde sagen, ich laufe mal hin und dann sehen wir uns gleich, wenn ich da bin. So, da sind wir schon. Da ist mein Rucksack. Nehme ich alles auf und dann habe ich auch schon alles wieder. Perfekt. Ja, das sieht gut aus. Also, wir wissen jetzt nicht mehr, auch wenn es noch so klein ist, irgendwo runterspringen. Das macht keinen Sinn. Wir gehen mal da unten zu diesem See hin, der scheint recht groß zu sein. Vielleicht gibt es da auch Ressourcen. Nehmen wir mit. Auf die Fresse fliegen ist nicht gut. Ich gehe ja schon. Ja, da ist auch wieder eins. Nehmen wir mit, eine Faser. Die sind relativ selten, finde ich. Dafür, dass das auf einfach steht, hätte ich mir das gedacht gehabt, dass das mehr ist, was man so findet. Aber, okay. Kann ja nicht alles haben, ne? Und das Thema Tod haben wir dann auch abgehandelt. So, gucken wir mal, was hier so ist. Nicht viel.
Der See ist tot, also den nehmen wir nicht. Der lohnt sich nicht. Jetzt hier, da ist das Meer, glaube ich. Den Fluss sind wir ja gefolgt, genau. Wir wollen jetzt da hinten rüber. Okay, dann sind wir ja richtig. Dann gehen wir doch mal. Wasser ist das A und O. Oh, da ist eine Kiste. Kisten sind auch das A und O, weil da ist viel drin. Jawoll, Nägel. Perfekt. Das machen wir doch so. Super bisher, oder? Müssen wir nur noch da ankommen, wo wir da ankommen wollten. Schon da? Jo, da sind wir schon. Nice. Ja, ging schneller als ich dachte. Schick. Schick, schick, schick. Ria. Mit Wasserfall. Ja, aber ich will tauchbares Wasser. In der Hoffnung, dass eventuell die Fasern da unten sind. Ja. Eine Faser. Ne, mitgeströmt werde ich nicht, okay. Mitgezogen mit der Strömung werde ich nicht, das ist schon mal gut. Da ist ein Bär. Ich möchte auch ganz da unten hin. Da unten seht ihr den See? Da möchte ich hin, wenn es geht. Ausdauer ist weg. Na komm, das schaffen wir noch. Na, das nehmen wir mit. Faser ist immer gut. Wie gesagt, die sind hier relativ wenig vertreten. Ja, also wenn es bis euch bisher gefallen hat, mit meinem Wortgulasch zusammen, dann könnt ihr doch gerne beim nächsten Mal mit dabei sein. Also, wie gesagt, ich mache jeden Dienstag und Freitag haue ich die Videos raus. Ein bis zwei Spiele habe ich jetzt aktuell, die ich so ein bisschen zocke. Und ich denke mal, ihr werdet sehen, welcher Tag welches Spiel das werden wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da und Abo wäre geil. Werdet ein Teil meiner Welt. Und dann können wir zusammen hier das ganze Ding rocken. Was haltet ihr davon? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Hoffentlich nicht da, wo ich vorher auch war. Oh ne, die Spielkarte ist schon groß. Ne? Ich bin da unten gestartet. Da ist der See, die Eisberge. Da geht es endlich auch noch. Boah, guck mal, da geht es noch weiter. Und wir sind jetzt hier. Ja. Cool. Dann bauen wir jetzt hier noch eben Taufasern. Tauwerk. Was wäre das hier? Nee. Tauwerk ist das da.
1, 2, 3, 4. 5 mal herstellen. Bretter 5 mal herstellen. 1, 2, 3, 4, 5. Was war das denn jetzt? Hast du das gesehen? Jetzt bin ich gut oder was? Oh, ich habe Hunger. Essen. Mit rechter Maustaste könnt ihr drauf gehen. Aber wir haben ein bisschen Essen wieder rein. Gefuttert hier. Einmal trinken auch mal hier. So. War doch schon dunkel jetzt. So, jetzt können wir unsere erste Dingens herstellen gleich. Sobald die Bretter fertig sind, können wir unser Fundament hier auch herstellen. Dauert noch. Wir haben Mai, 7 Grad. Alter Schwede. Kann ich mir irgendwas basteln schon? Ne, ich hab nur... Ist viel zu wenig für den... Geil, Omat, Alter. Das sieht ja nice aus. Ja, richtig geil. Ein Brett noch. Oh, 2 Grad. Wird kalt, ja. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Fundament. Kann ich jetzt herstellen? So, können wir unser Fundament bauen hier. Ich baue jetzt hier erstmal eins. Zack. Du frierst, ja, ich friere, aber ich weiß nicht, was ich machen kann. Nur einmal nutzbar, okay. Ich würde ja gerne ein Feuer entzünden, aber ich weiß nicht wie.
Jo, einen wandfertigen. Wenn ich jetzt wüsste, wie man Feuer macht, Jungs. Aber das sind wir beim nächsten Mal. Wir haben ja jetzt das Fundament fertig. Wir sind an unserem Punkt, wo wir hin wollten. Und mit diesem Ausblick würde ich mich verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Abo wäre ich echt. Würde mich echt freuen. Und dann werdet ein Teil meiner Welt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch was. Ciao.